spricht jetzt Dr. Wolfgang Strengmann. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz ist überschrieben mit der Überschrift Rechtsvereinfachung. Das wäre eigentlich unbedingt notwendig, weil das Recht, das Leistungsrecht bei der Grundsicherung ist extrem kompliziert, kaum durchschaubar. Und man muss ja sagen, es ist ein Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf Existenzsicherung. Und es ist eigentlich nicht hinnehmbar, dass es so viele bürokratische Hürden gibt, um dieses Grundrecht in Anspruch zu nehmen. Und deswegen müssten diese bürokratischen Hürden abgebaut werden, damit die Menschen eigentlich endlich zu ihrem Recht kommen. Aber das Gegenteil ist bei diesem Gesetz der Fall. Es werden zusätzliche bürokratische Hürden aufgenommen. Es gibt mehr Aufwand bei den Jobcentern. Es gibt zusätzliche Drangsalierungen der Betroffenen. Aber nochmal, es geht um ein Grundrecht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten. Der zweite Punkt, der aber mindestens genauso wichtig ist, ist, die Jobcenter betreuen heute schon mit Kindern zusammen 6 Millionen Menschen und Erwachsene deutlich über 4 Millionen Menschen. Davon sind nur 1 Million langzeitarbeitslos. Das ist eigentlich der ursprüngliche Auftrag der Jobcenter mal gewesen, die Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Jetzt kommen noch die geflüchteten Menschen hinzu. Auch da ist der Auftrag der Jobcenter eigentlich, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Tatsächlich haben aber auch die Jobcenter einen Riesenaufwand, auch mit Menschen, die da gar nicht hingehören und eigentlich vorgelagert abgesichert gehören müssten. Und die Jobcenter müssten auch von Bürokratie endlich mal befreit werden. Auch das wäre ein wichtiges Ziel gewesen. Auch das ist nicht gelungen. Das hat die Expertenanhörung ganz deutlich gesagt. Das, was an Verwaltungskosteneinsparungen da vorhanden sind, im Gesetzentwurf stehen 39 Millionen Euro. Davon sind 38 Millionen, gehen allein auch darauf zurück, dass die Bewilligungsbescheide jetzt 12 Monate und nicht mehr 6 Monate gemacht werden sollen. Das passiert aber schon weitgehend. Und das ist eine reine Luftkuchen, bleibt also 1 Million Verwaltungseinsparungen über. Das ist nicht mal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist noch schlimmer. Durch die vielen Neuregelungen entsteht ja erstmal Mehraufwand. Und das hat die Vertreterin der Bundesagentur der Arbeit ganz deutlich gesagt, dass Mehraufwand entsteht in den nächsten Monaten, wo ja zusätzliche Aufgaben auf die Jobcenter zukommen. Und allein um die IT neu zu programmieren, braucht die Bundesagentur für Arbeit bis mindestens Frühjahr nächsten Jahres. Das zeigt, wie viel Aufwand dieses neue Gesetz ist. Also insofern ist das eigentlich mindestens eine Nullnummer. Aber was vor allen Dingen fehlt, sind halt tatsächliche Vereinfachungen. Und da haben wir einen Antrag vorgelegt mit einigen Beispielen, wie man das hinkriegt, die Vereinfachung so zu gestalten, dass gleichzeitig die Jobcenter entlastet werden können und das Existenzminimum der Betroffenen besser abgesichert werden kann. Und ein Beispiel, was ja in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, ist die Absicherung von Kindern, die bei getrennt lebenden Eltern aufwachsen. Und Herr Kollege Kauder, wir haben ja eben da eben schon so ein bisschen diskutiert. Im Steuerrecht gibt es eine Regelung, gibt doppelte Haushaltsführung. Da gibt es dann eine Ersparnis, die man im Steuerrecht hat. Und auch bei Kindern, die an zwei Haushalten aufwachsen, gibt es einen zusätzlichen Bedarf, damit das Existenzminimum gedeckt ist. Das hat die Kollegin Kipping mehr Umgangsmehrbedarf genannt, heißt auch so bei uns im Antrag. Und um das Existenzminimum des Kindes zu decken, braucht es einen solchen Umgangsmehrbedarf. Aber es war ja noch viel schlimmer. Die Bundesregierung hat eine Formulierungshilfe beschlossen, in der tatsächlich alle Alleinerziehenden schlechter gestellt werden, wenn das Kind ab und zu bei einem Partner wird. Alle Alleinerziehenden. Das ist Gott sei Dank im Parlament verhindert worden. Da auch noch mal Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion. Aber das lag natürlich an dem öffentlichen Druck von außen, aber auch den inneren Druck von den beiden Oppositionsparteien. Und es war unser Experte in der Expertenanhörung, der das ganz deutlich gesagt hat, dass das eine Verschlechterung für alle ist. Und es ist gut, dass das verändert worden ist.
Zweiter Punkt, weil meine Zeit so langsam zu Ende geht, ist die Sanktion. Der Kollege Zimmer hat gesagt, da wird nichts gemacht. Die Kollegin Kramer hat gesagt, das ist weiter auf der Agenda. Also es ist aber nichts drin, obwohl alle, wirklich alle Expertinnen und Experten, alle Wohlfahrtsverbände, die Jobcenter, die Bundesagentur, alle fordern, dass man da was machen muss, bei den, zumindest bei den Sanktionen der unter 25-Jährigen, bei den Kostensanktionierungen der Kosten der Unterkunft. Der Bundesrat hat das beschlossen. Seien Sie solidarisch mit den Ländern, in denen Sie ja zum Teil mitregieren, SPD und CDU. Wir haben einen Änderungsantrag dazu gestellt. Sie haben die Chance, dem zuzustimmen. Wir würden eigentlich weitergehen, weil die Sanktionen müssen insgesamt überdacht werden. Deswegen fordern wir ein Sanktionsmoratorium. Ich könnte das jetzt noch lange fortführen. Und aber viele dazu gebe ich Ihnen nicht die Erlaubnis. Nennen. Die Zeit habe ich nicht mehr. Deswegen verweise ich noch mal auf den Antrag. Aber es ist extrem wichtig, weil wir müssen die Jobcenter entlassen. Es ist ein Grundrecht und es ist wichtig, dass das einfach bürokratisch und transparent ist, denn Grundsicherung ist eine Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Kerstin Griese.